Schönen guten Abend. Wir haben letzte Woche in Systeme im Labor den Hemming-Code angeschaut, gell? Und haben gesehen, ja, da der Herr Hemming, da der Richard der Große, gell? Ja, der hat sich da was einfallen lassen. Und ja, jetzt wollen wir das, was eben der Hemming uns vorgemacht hat, auch umsetzen, gell? Und zwar habt ihr hier ein paar Übungen gemacht, ihr habt also geschaut, wie man also so ein Byte kodiert, Fehler einbaut, dekodiert, also Richtigkeiten dekodiert mit Fehlerkorrektur, gell? Und das wollen wir auch programmieren, gell? Also wir machen jetzt da, da steht noch 2 aus 3, das haben wir gemacht und jetzt wollen wir das mit Hamming-Code machen, gell? Okay. Und jo, was macht man? Wir starten wieder beim Generator, gell? Und der Generator, gell? Den können wir gleich lassen. Gell? Der Generator wird uns wieder eine Datei erzeugen, die ein Vielfaches von 8 groß ist und eben Nullen und Einsen, gell, beinhaltet. Also ja, 48 und 49. Dann wollen wir sie kodieren nach einem Hamming-Code. Also jeweils 8 Nullen und Einsen nehmen und dann nach Hamming kodieren. Dann könntest du den Fehlerteufel drüber laufen lassen. Der Fehlerteufel, der wird jetzt so ein paar Fehler streuen, gell? Nicht zu viel, gell? Und halt ja nicht mehr als ein Fehler pro Wort, gell? Weil der Hamming-Code schafft nur ein Bitfehler zu korrigieren. Und 2 Bitfehler versteht er dann nicht, dann macht er was falsch, gell? Ja, und dann als letzten Schritt wollen wir das Ganze wieder dekodieren. Und am Ende bekommen wir dann die gleiche Datei wieder raus, gell? Also das Vielfache von 8K. Okay. Ja, das ist es, was wir programmieren wollen, gell? Ja, zu den Schritten, gell? Also das kann man programmtechnisch, gell, machen wir es in C. Ihr habt hier da was gemacht und zwar etwas, das eben diese Schritte mal zeigt. Ich habe die Tabelle genommen, die wir letztes Mal gehabt haben. Und ja, ich habe diese Schritte jetzt mal mit einem Byte hier in der Tabelle dargestellt. Gell? Also wenn wir wollen, ist ein kleiner Prototyp. Gell? Also der kann nicht Dateien ja, kodieren und dann Fehler generieren und dann dekodieren, gell? Sondern der kann nur mit einem Wort, also mit 8 Bit das machen. Gell? Ja, ich habe hier jetzt diesen Bereich, den roten. In diesem roten Bereich, dort machen wir die Eingabe. Also dort schreiben wir unser Byte hinein. Was ist denn der erste Schritt? Der erste Schritt ist die Codierung. Wir müssen also das kodieren. Gell? Ja, was müssen wir machen? Wir müssen also nach dieser Darstellung da, gell, die Daten darstellen. Gell? Da haben wir sie einfach da mal hinuntergeschrieben. Und was müssen wir machen? Wir müssen die Paritätsbit ausrechnen. Das haben wir letztes Mal gemacht, gell? Da hab's einfach, das habe ich dann auch ausprobiert, gell? Und das machen wir hier, gell? Also hier haben wir dann ja das Paritätsbit 0, gell? Und dann haben wir das Paritätsbit 1, gell? Dann sind hier Daten und dann das Paritätsbit 2 und wieder Daten und dann das Paritätsbit 3, gell? Das haben wir also ausgerechnet. Jo. Jetzt haben wir die Codierung. Das nächste ist einen Fehler einbauen. Gell? Jo. Um einen Fehler einzubauen, muss man eine Stelle angeben. Gell? Das habe ich jetzt so gemacht. Also ich habe da einfach gesagt, da in dieses Feld schreibe ich einen Fehler hinein. Und wenn ich keinen Fehler machen will bei der Übertragung, dann mache ich eine 0. Gell? Keinen Fehler. So. Und ja, das ist die Stelle. Gell? Und zwar so, wie sie hier oben benannt wird, gell? Also die Stellen laufen von 1 bis 12, gell? Und 0 ist dann fehlerfrei. Gell? Jetzt haben wir 0 und wenn wir da schauen, gell? Vorher und nachher, das ist dann gleich, gell? Kein Fehler. Super. So, jetzt machen wir einen Fehler hinein. Jetzt haben wir da an der Stelle 1 machen wir den Fehler. Gell? Was passiert denn jetzt? An der Stelle 1 wird aus der 1 eine 0. Okay, ja, das ist das, was ihr danach programmiert. Wenn ihr sagt, aha, Fehler einbauen irgendwo, gell, dann geht es her und geht es eben dieses Bit dann, also wir stellen es als Zeichen da, eben invertieren.
Jetzt haben wir das. Schön. Und jetzt müssen wir laut Hamming-Code die Fehlerkorrektur durchführen. Gell? Und das ist dann die Dekodierung. Und das habe ich hier in zwei Schritten gemacht. Und zwar im ersten, nichts ändern. So, im ersten Schritt habe ich die Fehlerkorrektur durchgeführt. Und im zweiten Schritt habe ich dann das Byte daraus ausgelesen. Gell? Okay? Also, ja, da die Fehlerkorrektur durchführen. Was bedeutet denn das? Das bedeutet, dass wir schauen müssen, wo der Fehler steckt. Gell? Wie machen wir das? Wir gehen also nach der Übertragung die Paritäten neu berechnen. Gell? Und da haben wir gesagt, da haben wir eben dieses, ja, die Paritäten, die wir übertragen bekommen haben. Gell? Das sind die Paritäten, die wir hier drinnen haben. Okay, also da B0, B1, B2 und B3, die übertragen wurden. Und die gehen wir jetzt neu berechnen. Gell? Das ist dann das B-Stern. Und dann gehen wir sie vergleichen. Gell? Okay, also während die, das sind die, die wir aus der Übertragung bekommen haben, gell? Eventuell auch mit Fehler oder nicht, gell? Muss man schauen. Und das sind die, die wir dann aus der Übertragung neu rechnen. Gell? Ja, und wenn wir das gemacht haben, dann müssen wir die Syndrom ausrechnen. Gell? Und Syndrom ist eben nichts anderes als der Vergleich aus jeweils den zwei Paritäten. Gell? Ja, und das haben wir dann gemacht. Und ja, das braucht man nicht so. Und dann kommt die Syndrom raus. Gell? Und ja, wenn also da nur das B0 sich verändert hat, das heißt also, das B0 ist falsch und alles andere ist richtig. Gell? Okay. Und wenn wir hier was verändern, letztes Mal haben wir das Beispiel gemacht, Stelle 3 verändern. Gell? Und dann kommt zum Schluss die berechnete Fehlerstelle heraus. Gell? Und aus der berechneten Fehlerstelle, aus der geht man dann die Korrektur machen. Und die Korrektur liefert mir also den korrigierten Code. Und aus dem kann ich dann das übertragene Byte herauslesen. Und ja, es wurde also korrigiert. Gell? Also wir sehen, hier haben wir ja, in der Übertragung noch einen Fehler in D0. Gell? Und das ist dann korrigiert worden. Und dann haben wir hier wieder die 1 und nicht die 0, die fälschlicherweise aus der 1 entstanden ist. Okay, ja, das wollen wir machen, gell? Also das wollen wir jetzt programmieren. Und ja, das ist dann ein bisschen eine längere Arbeit vielleicht als letztes Mal, gell? Also werden wir auch ja, mal zwei Laboreinheiten da einrechnen. Viel Erfolg!